Ja, cool, dass ihr noch da seid. Danke fürs Durchhalten. Ich werde jetzt ein bisschen was erzählen über Remote Mob Programming. Und es geht im Wesentlichen darum, wie wir im Homeoffice arbeiten und dabei trotzdem wie ein Team fühlen und zusammen Software schreiben. Ich bin Jochen, ich bin der in der Mitte. Ich habe das Thema nicht alleine erarbeitet, sondern zusammen mit zwei Kollegen, dem Simon und dem Martin. Genau. Und der Simon hat vor ein paar Wochen was getwittert, nämlich wir arbeiten jetzt seit einem Jahr mit dieser Methode oder in dieser Art und Weise von einem Kunden und er hat ein paar Dinge hier erwähnt, dass er ein paar Dinge eben nicht mehr vermisst, die wir nicht mehr tun. So Dinge wie Daily Stand-Ups. Wer von euch macht Scrum und macht jeden Morgen so ein Stand-Up? Okay, fast alle. Ja, das tun wir nicht mehr. Was machen wir auch nicht mehr? Wir machen keine Pull-Requests oder Code-Reviews. Wer von euch arbeitet mit Code-Reviews und Feature-Branches? Okay, alle. Auch das machen wir nicht mehr. Und wenn ihr Urlaub habt, habt ihr Stress, weil ihr dann Tage vorher eure Sachen an Kollegen übergeben muss? Wer fühlt sich schlecht, wenn er in Urlaub geht? Okay, zwei. Okay, das sind Dinge, die wir alle nicht mehr tun. Und wir fühlen uns auch nicht mehr einsam oder allein, wenn wir im Homeoffice sind. Ja, wir haben vorher schon im Homeoffice gearbeitet. Wir fühlen uns jetzt nicht mehr einsam, sondern wir fühlen uns in einem sozialen Gefüge. Und das Spannendste fand ich in seinem Tweet, ist der letzte Satz, er möchte nicht mehr anders arbeiten. Und das finde ich eine ziemlich krasse Aussage. Und was das genau bedeutet, schauen wir uns jetzt mal an und dann können wir mal bewerten, oder kann ich auch mal sagen, ob ich anders arbeiten möchte oder auch nicht mehr. Das Ganze, und ich darf zum Glück den Namen nennen, ist in dem Projekt entstanden, das wir beim Kunden von uns, nämlich Bräuninger, machen. Kennt man Bräuninger hier in Düsseldorf? Wer kennt Bräuninger? Okay. Wer kennt das Gebäude? Das ist nämlich hier in Düsseldorf. Noch weniger. Okay, für die Techies unter euch oder die Nerds, hier ist der Tesla-Shop. Und das drumherum ist ein Einkaufsladen, so ein Fashion-Store. Bräuninger verkauft Mode. Und Bräuninger kommt eigentlich so aus Süddeutschland, Baden-Württemberg, in Stuttgart ist das Haupthaus. Und die haben sich spezialisiert auf Mode im eher gehobenen Bereich. Ja. Und sind da tatsächlich relativ erfolgreich. Und sie haben eben auch einen Online-Shop, das ist jetzt die Domäne, in dem wir in unserem Projekt sind. Wie jetzt so ein Online-Shop so aussieht, ne? Man kann da halt Kleidung kaufen, auch so ein bisschen Lifestyle-Artikel. Und sieht man so die typischen Marken, die da unterwegs sind. Gibt einen Markt für, die viel Geld für wenig Klamotten oder wenig Stoff ausgeben. Funktioniert. Okay, die konkrete Domäne, in der wir unterwegs sind, ist aber der Bereich Logistik, also die Schnittstelle vom Online-Shop hin zum, wir liefern die bestellte Ware jetzt auch zu den Kunden nach Hause. Und was auch noch relevant ist, ist, dass Bräuninger auf ein Architekturkonzept setzt, wo dieser Online-Shop in verschiedene fachliche Vertikalen geschnitten ist. Also die Bereiche, ne, ich gebe irgendwas ein, in der Suche, im Suchfeld, das ist ein eigenes Software-System. Der Checkout ist ein eigenes Software-System, die Produktdetailseite ist ein eigenes Software-System. Und eben jetzt auch die Logistiksteuerung der Domain, in der wir unterwegs sind. Das ist ein eigenes Software-System. Man spricht hier von vertikalen oder Self-Content Systems, wie ihr das mal gehört habt. Ja, also das hat der Kunde schon etabliert. Und wir drei, der Simon, der Martin und ich, sind als eigenständiges Team gekommen, um diese Logistiksteuerung zu implementieren. Und Bräuninger setzt sehr stark auf selbstorganisierte Teams. Also nicht nur eigenständige Software-Systeme, sondern auch die Teams selbst sind auch verantwortlich für das, was sie bauen
und haben dafür aber eben eine sehr hohe Freiheit. Also wir konnten uns überlegen, wie wir arbeiten wollen, mit welchen Technologien wir arbeiten wollen. Wir mussten uns halt an bestimmte Schnittstellen halten, HTTP im Wesentlichen. Und konnten so uns eben überlegen, wie wir eigentlich arbeiten wollen. Und vor einem Jahr ist dann eben, als das Projekt gestartet ist, diese Logistiksteuerung, wo das neue Zentrallager angebunden werden sollte, begonnen hat, haben wir drei uns beim Kunden, in dem Fall in Stuttgart, vor Ort getroffen und haben 2 Wochen lang diskutiert, was ist denn eigentlich unsere Domäne, ja, so das klassische aus Domain-Driven Design, was ihr in den Vorträgen auch schon gehört habt, abgegrenzt, was ist mit Bounded Context, und dann aber auch gesprochen, mit welchen Architekturen und auch mit welchen Technologien wollen wir das Ganze dann bauen. Dazu kommt, dass wir drei einen unterschiedlichen Background einfach haben. Ne? Der eine hat irgendwie Python programmiert, der andere kommt irgendwie aus der Uni und ich habe irgendwie Java und Spring gemacht. Und naja, dann ging es halt los, okay, wir müssen jetzt irgendwie ein neues Software-System bauen. Wie machen wir das eigentlich? Und wir haben einfach begonnen, den ersten Service nach den 2 Wochen oder in den 2 Wochen gemeinsam zu bauen, wie man das halt so in einem typischen Mob-Programming macht. Jeder setzt sich vor, oder wir setzen uns gemeinsam vor einen großen Bildschirm oder vor Fernseher und coden das halt einfach mal. Ja, und haben einfach begonnen und so Dinge Gedanken gemacht, ob wir jetzt Tabs oder Spaces verwenden oder ob wir, wie wir die Package-Namen benennen. Also was man sich halt ständig streitet im Projekt, haben wir einfach gemeinsam entschieden und das hat sich ganz gut angefühlt. So, jetzt ist es so, wenn wir auf die geografische Karte schauen, die 2 Wochen waren vorbei, der Kunde ist immer noch in Stuttgart und wir sind halt wieder nach Hause gefahren. Wir wohnen alle in der Nähe von Nürnberg rum, ich wohne in Ansbach, der Martin in Nürnberg, der Simon hat in Bamberg gewohnt und der Product Owner kommt aus Hamburg. Und dann haben wir uns halt überlegt, ja, wie machen wir es eigentlich weiter? Es war irgendwie naheliegend, dass wir uns in Nürnberg einfach ein Büro anmieten und uns da treffen. Oder wir fahren nach München in unser InnoQ-Büro oder wir fahren zum Kunde. Aber das fanden wir alle doof. Und stattdessen haben wir einfach gesagt, nee, wir treffen uns einfach online, nutzen so ein Screensharing-Tool. Und was wir eigentlich nur machen wollten, ist diesen Service, den wir begonnen haben, fertig zu schreiben. Ja, und das haben wir weiterhin gemeinsam gemacht. Naja, und in diesem Arbeitsmodus, dass wir gemeinsam im Mob-Programming online uns zusammentreffen und gemeinsam programmieren, das machen wir jetzt seit über einem Jahr. Ja, also wir sind nie in den Modus gekommen, dass wir, wie man das halt so kennt, in Jira so ein Backlog pflegt und verteilt halt, wer macht jetzt was, und der eine putzt sich dann die eine Story und sagt, ich bin hier, der Assigner, und ich mache das fertig, und der andere macht halt die zweite Story und dann hat er irgendwie die dritte. Machen wir nicht. Wir machen alle Dinge gemeinsam. Und das ist das, was wir unter Remote Mob Programming verstehen. Genau, und jetzt möchte ich gerne auf einzelne Aspekte eingehen, die für uns funktionieren und die wir auch für wichtig halten. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das in echt aussieht. Ja, also wir sehen hier meinen Hauptbildschirm. Und das im Wesentlichen, was total wichtig ist, hier rechts sehen wir den Kamerastream. Ja, also wir sehen die Kameras an und sehen uns halt gegenseitig, aber der Hauptbildschirm ist, dass jemand seinen Bildschirm geteilt hat, Share Screen, in dem Fall ist Simon, und wir sagen halt dem Simon, was er jetzt zu tun hat, was er programmieren soll. Also einfach, dass ihr eine Vorstellung habt, wie ihr vorgeht. Ich gehe gleich noch auf Details ein. Aber eine Sache, die wir festgestellt haben, wir erkannt haben, wann funktioniert eigentlich Homeoffice oder wann funktionieren Remote Teams. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass Remote-Arbeit dann funktioniert, wenn jeder remote arbeitet. Also was nach unserer Erfahrung nicht funktioniert, ist, wenn irgendwie ein Teil-Team beim
an einem Standort zusammensitzt und dann irgendwie drei Leute oder einer oder zwei sind im Homeoffice und die machen irgendwie Dinge und arbeiten zu. Ja, das kennt man vielleicht von Meetings, wenn Leute über so eine Konferenzspinne in der Mitte telefonisch zugeschaltet sind. Man kriegt einfach nichts mit. Ja, oder man ist irgendwie abgelehnt. Man ist kein vollwertiges Teammitglied in dieser Situation. Und der Grund, warum das so ist, ist Informationsasymmetrie, gibt es eine Theorie dazu, dass die Leute, die zusammensitzen, einfach Abkürzungen in der Kommunikation nehmen und nicht mehr alle die gleichen Informationsstand haben. Entschuldigung, meine Frage. Ja. Heißt das, nur wenn alle drei zeitlich anwesend waren, wurde gearbeitet? Oder kann auch sein, so einer muss jetzt, was weiß ich, ums Kind kümmern, Arzt besucht, oder dann machen zwei weiter? Weil das führt ja auch wieder zu Informationsasymmetrie. Genau, die Frage ist, müssen alle gleichzeitig arbeiten? Und ich gebe eine Antwort vorweg, im Wesentlichen ja. Es ist aber okay, wenn jemand nicht da ist, weil man in der Regel ein sehr eingespieltes Team ist und weiß, was würde derjenige sagen und was ist dem irgendwie wichtig, wenn er mal kurze Zeit nicht da ist. Ja, oder auch im Urlaub ist. Auch das funktioniert weiterhin. Aber im Wesentlichen ist eine Prämisse, dass wir uns auf eine gemeinsame Arbeitszeit von 9 bis 17 Uhr in unserem Fall geeinigt haben. Und auch auf eine gemeinsame Mittagspause. Hier unten ist noch ein Satz. Wir treffen uns trotzdem, und das finden wir super wichtig, wir treffen uns trotzdem persönlich einmal im Monat. Machen wir auf jeden Fall, weil wir es wichtig finden, dass man sich einfach auch nicht nur virtuell sieht, sondern auch persönlich sieht und mal ein Bier oder Cola zusammentrinkt. Ich glaube, das kennt jeder, der mal mit irgendwie Offshoring-Partner oder so auch zu tun hatte. Sobald man sich mal persönlich getroffen hat, ist die Kommunikation eine ganz andere. Ja, und das pflegen wir einfach. Zweiter Punkt, der anfangs ein bisschen ungewöhnlich oder auch unkomfortabel war, ist das Thema Kamera. Also wir haben uns dazu entschieden, dass wir die Webcam immer anhaben. Ja, und das ist super wichtig, weil die Kommunikation eben nicht nur aus Worten funktioniert, sondern auch ganz viel mit Mimik. Und man erkennt einfach viel besser, wenn jemand abgelenkt ist oder wenn irgendwie gerade das Kind reinkommt, was irgendwie los ist. Und es fühlt sich einfach viel natürlicher an, wenn die Kamera dran ist. Und nach 2 Wochen hat sich das auch gelegt. Nach 2 Wochen ist das okay und mittlerweile ist es irgendwie komisch, wenn jemand die Kamera ausmacht, weil irgendwie gerade die Frau reinkommt und nicht geschminkt ist oder so. Ja. Zum Thema Kamera, auch ganz interessant. Ich habe mal 3 verschiedene Perspektiven aufgenommen. Und zwar hier links ist quasi die Kamera von meinem MacBook, was seitlich steht. Und was wir sehen ist, ich schaue eigentlich auf meinen Hauptbildschirm, wo ich auch meine Kollegen sehe. Aber ich gucke sie nicht an. Und das ist total, das geht gar nicht. Ne? Also es ist super wichtig, dass man die Leute anschaut und quasi in die Kamera schaut, auf denen auch die Köpfe, also die Streams von den Leuten abgebildet ist. Achtet da bitte drauf. Ne? Wenn ihr in Online-Meeting geht, achtet bitte drauf, dass ihr die Leute anschaut. Also quasi in die Kamera blickt, wo auch die Streams sind. Das zweite ist auch interessant, das ist immer noch meine MacBook-Kamera. Und was wir hier sehen, ist, dass das so eine Froschperspektive ist. Also da wird irgendwie so mein Kinn sehr betont, ne? Weil es von unten aufgenommen wird. Also mein MacBook steht irgendwie auf der Höhe und nimmt von unten her auf. Und auch das ist komisch. Dann insbesondere, nicht nur weil mein Kind irgendwie sehr sichtbar ist, oder mein Bart in dem Fall, sondern es ist auch eine sehr herablassende
Blickwinkel. Man ist nicht auf einer Ebene, sondern es ist so eine Art Machtding. Ich gucke von oben herab. Ja, und das ist auch nicht so wahnsinnig geil auf Dauer. Deswegen, das dritte, da ist quasi eine Webcam auf meinem Hauptbildschirm montiert. Was ich versucht habe, ungefähr auf Augenhöhe zu machen, ist auch noch nicht optimal, ne, weil der Bildschirm ist halt ein bisschen unterhalb der Kamera, also ich gucke so ein bisschen drunter, aber es ist schon mal ein bisschen besser, als wenn die Kamera komplett von unten aufgenommen wird. Ich habe gesagt, wir arbeiten alle gleichzeitig an einem Thema und das funktioniert, weil wir ein kleines Team sind. Wir sind drei Leute, wir sind zumindest mit drei Leuten gestartet. Das Team hat sich jetzt auch ein bisschen verändert. Wir sind im Moment zu sechst. Also wir haben mit drei, mit vier, mit fünf und mit sechs Leuten gearbeitet. Und wir sind der Meinung, dass Remote Mode Programming am besten funktioniert mit drei bis vier Leuten. Wir sind der Meinung, dass jedes Team mit drei bis vier Leuten am besten funktioniert. Also die typischen Scrum-Teams mit acht Leuten finden wir nicht so mega effizient, weil das Scope eigentlich zu groß ist, um sich auf was zu konzentrieren. Und beim Mob-Programming ist drei bis vier auch aus Kosten-Nutzen-Verhältnissen nach unseren Erfahrungen eigentlich am besten geeignet. Vier Leute ist eigentlich die optimale Teamgröße, und zwar deswegen, weil einer mal nicht da sein kann, im Urlaub sein kann oder beim Arzt oder irgendwas, und man ist immer noch ein Mob. Wenn man braucht für den Mob drei Leute, zwei ist mein Pair. Ein Pair ist was ganz anderes als ein Mob. Warum, kann ich gleich noch erklären. Denn wie funktioniert ein Mob? Beim Mob-Programming, und wir nutzen hier die Terminologie von Mark Pearl, da ist es so, dass einer ist der Typist und das ist derjenige, der es am Bildschirm teilt. Und der tippt. Und nur der darf tippen. Nur der darf Code schreiben. Alle anderen müssen das Feature, das Problem diskutieren, sich einigen, das Schwierigste, und dann dem Typist sagen, was er schreiben soll. Ja, das kann High-Level oder Low-Level sein, je nach Wissen und Kenntnisse des Typists. Aber der Typist darf nur das schreiben, was ihm gesagt wird. Der darf nicht für sich selber coden. Ja, der darf nicht sagen, ich mach mal schnell. Verboten. Und das ist für starke oder sehr erfahrene Softwareentwickler super schwierig. Und es hat auf der anderen Seite den Effekt, dass so eine Balance im Team gebildet wird. Also häufig ist es so, dass ein erfahrener Entwickler einfach sehr, sehr stark vorangeht und die Software im Wesentlichen zu großen Teilen alleine schreibt. Und das ist eben so nicht gegeben, sondern so hat jeder im Team eine etwa gleichwertige, gleichwertigen Einfluss, wie sich die Software weiterentwickelt. Fragen? Ja, er ist aber Teil der Diskussion in den drei. Also die Frage ist der Typist Teil der Diskussion? Antwort nein. Nein, also Der ist raus, der muss quasi, der darf Verständnisfragen stellen, wenn er die Anweisung nicht genau kapiert, aber ansonsten muss er das tun, was ihm gesagt wird. Ist das nicht kontraproduktiv, weil dann theoretisch ein Viertel des Wissens quasi verstummt? Aber die Frage ist das nicht kontraproduktiv, weil ein Viertel des Wissens nicht vorhanden ist? Ich komme gleich drauf, wenn wir über Rotation sprechen. So. Ein positiver Aspekt für den Typist in dieser Phase ist, dass er nicht denken muss. Und das ist großartig. Ich habe quasi ein Viertel meiner Zeit eine Phase mentaler Entspannung. Ich muss nicht denken, sondern ich muss nur warten, bis mir jemand sagt, was ich tippen soll. Und das ist quasi eine Pause. Ja, tippen kann ich. Ne? Ich kann programmieren. Bin ich alt genug, habe ich in der Uni gelernt. Ich weiß, wie man Services und Controller und Repositories schreibt und Klassen anlegt.
Und das ist so eine Erkenntnis, die haben wir irgendwie nach ein paar Wochen erfahren. Also, okay, cool, ich freue mich wieder Teil des zu sein, da muss ich nicht denken, das müssen die anderen für mich machen. Okay. Und das ist natürlich nicht dauerhaft Typist, sondern wir wechseln die Rolle alle 10 Minuten. Ja, und zwar in dem festen Muster nach alphabetisch nach Nachnamen. Und diese Rotation ist eben wichtig, um diese verschiedenen Meinungen in Balance zu halten. Ja, also dieses geht da nicht Wissen verloren, naja, nach 10 Minuten kann man ja seine Meinung oder auch dann, wenn man anderer Meinung ist, wenn man sagt, boah, das ist jetzt alles falsch, kann man das wieder revidieren und in der Gruppe diskutieren und dann kann man das auch wieder rückgängig machen, was man tippen musste. Ja, ist total okay. Ja, wenn sich die Gruppe einigt und man gute Argumente hat, das wieder rückgängig zu machen, passiert nicht oft, ne? Aber dann kann das passieren. Heißt das, alle 10 Minuten shared jemand anders seinen Screen? Genau, die Frage ist, schert dann alle 10 Minuten jemand anders ans Screen? Antwort ja. Man kann jetzt nachdenken, sind nicht irgendwie kollaborative IDEs besser oder man arbeitet irgendwie mit auf einem Rechner und macht nur mit der Maus irgendwie was. Und die, für uns funktioniert das besser, wenn man Screensharing wechselt, weil der eine hat halt irgendwie eine US-Tastatur, der andere eine deutsche Tastatur, der andere arbeitet halt lieber mit, nee, Eclipse mag keiner mehr, aber... Jetzt seid ihr, ne? Damit das aber effizient funktioniert, man muss ja nicht nur den Screen wechseln, man muss auch den Code wechseln. Ja? Wenn ich jetzt auf meinem PC weiterarbeite, brauche ich jetzt quasi diesen Codestand, die vorherige bearbeitet hat, und dafür nutzen wir einen temporären Git-Branch. Und wir haben auch ein kleines Tool geschrieben, was quasi diese Git-Magic mit Check-In und Push und Pull automatisiert. Aber im Wesentlichen, also ich sage einfach nur mob.c, da wird quasi ein neuer Branch gestartet, beziehungsweise man wechselt dorthin. Und mit mob.next wird das dann alles eingecheckt in den temporären Git-Branch. Und der nächste kann es dann mit mob.start wieder auschecken. Und das, was in dem Branch ist, ist egal, das muss nicht kompilieren, das wird auch nicht CI getestet, sondern am Ende, wenn wir fertig sind, gibt es noch einen Mob-Done, da wird dann ein Squash-Commit gemacht, wo dann dieses Feature oder halt das, was in dieser Session bearbeitet wurde, in den Master zurückgemerged wird. Streng genommen nicht, ist das Ganze nicht notwendig, man könnte einfach auf Master arbeiten, aber wir wollen halt irgendwie dann auch eine cleane Git-Store, die ihr habt. Das könnt ihr euch mal anschauen, hier unten. Ich verlinke das zu frei verfügbar. Ein weiterer Aspekt, dadurch, dass wir immer in der Gruppe Code schreiben und übrigens auch Cheerer-Tickets und neue Feature schreiben und auch unsere Dokumentation zusammen machen, führt es dazu, dass alle Entscheidungen, die wir treffen, also die kleinen Entscheidungen wie schreibe ich jetzt, hier ist eine Java-Konferenz, ne? Mache ich jetzt war oder schreibe ich String als Typ hin, ne? In Java 12 oder in Java 10 war, Einführung von war, glaube ich, ne? Also alle Entscheidungen, die wir treffen, sind Gruppenentscheidungen. Und Gruppenentscheidungen, auch da gibt es wieder Studien drüber, sind halt viel besser als individuelle Entscheidungen. Entscheidungen ab 3 Leute sind gut in der Regel. Was wir auch noch machen, ist Entscheidungen, die Impact haben, Architekturentscheidungen. Die dokumentieren wir über ADRs, Architecture Decision Records. Wir nutzen dafür ein Wiki und kein Git-Repo, wo wir es irgendwie einchecken, Detail. Aber wir erarbeiten diese Entscheidung gemeinsam, während einer den Screen aufhat und quasi diesen Kontext und die Konsequenzen und die Alternativen und den Status unterschreibt. Da machen wir keine Rotation, aber wir erarbeiten das gemeinsam an dem Dokument, an der Wiki-Seite.
Ja, und kommen so letztlich zu entsprechenden Entscheidungen, die auch dokumentiert und nachvollziehbar sind. Der Exkurs. Würde ich, also das kann man natürlich immer, macht ihr wahrscheinlich auch so, ne? Aber auch das passiert quasi im Screenshare zusammen mit der Gruppe. Kommen wir zu einem Effekt und wahrscheinlich dem wichtigsten Effekt, den wir spüren, ist konstantes Momentum. Also wir kommen immer vorwärts. Dadurch, dass wir eben kein Feature-Branch-orientierten Git-Workflow haben, und auch keine Pull-Request, können wir ein Feature in einem Zug fertig machen. Wir müssen nicht darauf warten, bis jemand anders drüber schaut, seinen Kommentar gegeben hat, man asynchron diskutiert. Es dauert in der Regel ewig. Also Tage, Stunden, Tage, mal Wochen, dass so ein Feature-Branch offen ist. Und das haben wir einfach nicht. Wir diskutieren Probleme, Meinungsverschiedenheiten sofort, wenn wir coden. Und das führt eben dazu, dass wir ein Feature in der Regel nach ein, zwei Tagen fertig im Master haben. Durch die CI ist es nach ein, zwei Tagen in Produktion. Und wir haben das in einer hervorragenden Qualität, weil mindestens 6 Augen drauf geschaut haben. Und wir haben keine Context-Switches. Ja, wir haben keine mentale Belastung, weil wir an einem Feature arbeiten. Das haben wir jetzt irgendwie fertig im Pull-Request, dann mache ich was Neues. Dann ist der Pull-Request irgendwann fertig, dann muss ich mich wieder eindenken, muss ich den Branch auschecken, muss die Kommentare einarbeiten, mache nächsten Feature-Branch, das nächste Kommentar, hoffe, dass das durchgeht. Also dieses Ping-Pong-Spiel, wo ich zwischendrin immer andere Dinge tun muss, weil es dauert ja irgendwie Stunden, Minuten, irgendwas, bis ich eine Antwort bekomme. Ich weiß es nicht, wie lange es dauert. Das kommen wir, oder haben wir eine hervorragende Time-to-Market-Zeit, wie gesagt. Viele Features sind nach ein, zwei Tagen, spätestens nach einer Woche in Produktion. Plus, unser Wissen verteilt sich über das gesamte Team, sowohl technologisch als auch fachlich. Wer weiß, was ein Busfaktor ist? Okay, fast alle. Busfaktor oder Lottofaktor auf Deutsch. Lottofaktor ist, wie viele Leute müssen im Lotto gewinnen und das Projekt hat ein Problem, weil sie nicht mehr in die Arbeit kommen. Wir haben einen Lottofaktor von Teamgröße. Jeder weiß alles. Wenn irgendwie 2 Leute jetzt im Lotto gewinnen und nicht mehr arbeiten wollen, kann der Dritte weiß immer noch, was Sache ist. Ja, die komplette Software wurde gemeinsam geschrieben. Er kennt alle fachlichen Probleme, alle technischen Stellen, kann einfach weitermachen. Und ich lerne halt auch super viel. Ich saug mir quasi konstant das Wissen von meinen Kollegen ab. Wenn man diskutiert Dinge, großartig. Onboarding. Wir haben vor ein paar Wochen einen neuen Teamkollegen bekommen. Der hat, was wir gemacht haben, ist, wir haben alles dafür gemacht, dass er einchecken kann, dass er alle Accounts hat, alle Rechte hat, alle seine ID eingerichtet hat. Und er hat noch am ersten Tag ein Commit in Master gemacht. Und in Produktion. Großartiges Gefühl. Warum habt ihr einen neuen Kollegen gekriegt? Warum haben wir einen neuen Kollegen bekommen? Naja, wir 13 von InnoQ und Bräuninger schafft es tatsächlich, gute Entwickler anzustellen. Und das Ziel ist natürlich, dass wir das Projekt an Bräuninger übergeben und Bräuninger jetzt weiter. Und das unterstützen wir natürlich auch, ne? Also das, da kommen wir hin. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Wenn wir im Homeoffice arbeiten, sieht uns der Bräuninger PO oder Manager nicht. Ja, und damit haben viele Manager ein Problem. Sie sehen nämlich nicht, dass es vorangeht. Sie sehen uns nicht arbeiten, physisch. Ja, das ist ja das klassische Homeoffice-Problem. Ja,
ob die jetzt wirklich arbeiten oder ob die nicht vielleicht doch den Rasen mähen. Ja, dieses Misstrauen ist ganz natürlich. Ne? Das ist okay. Und was wir dem entgegen machen, ist neben der Tatsache, dass wir Software liefern, die funktioniert, ist, dass wir aktiv darüber informieren, kommunizieren, was wir an dem Tag erreicht haben und was wir erlebt haben. Und wir nutzen dafür das Prinzip Check-ins im Sinne von den Basecamp-Check-ins, wo wir am Ende des Tages, Check-out, wenn man so möchte, nochmal rekapitulieren, was uns an dem Tag irgendwie was aufgefallen ist, ob irgendwas Besonderes war, was wir erreicht haben. Und wir nutzen hier so ein Chat-Tool, das ist jetzt hier Rocket Chat, und wir haben halt einen Kanal, Check-ins, in dem wir am Ende des Tages einfach nochmal ein paar Sätze zusammenfassen, was irgendwie an dem Tag besonders war. Und das wird super stark geschätzt von unserem Auftraggeber, weil das so ein bisschen mitbekommt, was passiert. Wir können hier natürlich auch Probleme ansprechen, Dinge, die nicht funktioniert haben. Aber das Wichtige ist, der Auftraggeber fühlt sich informiert. Und diesen Kanal lesen total viele Leute mit. Und das interessiert die Leute irgendwie, auch so Architekten und Product Owner und so weiter. Und wenn wir mal reinschreiben, dass irgendwas nicht klappt, kriegen wir sofort einen Anruf und sagen, wir können euch helfen. Ja, aber das schafft massiv Vertrauen. Kommen wir zu einem weiteren Effekt, der uns aufgefallen ist. Wir sind Berater, wir sind Consultants. Wir gehen normalerweise zu unserem Kunden, sei es in Nürnberg oder im Rest von Deutschland oder Schweiz, zu ihm ins Office und helfen ihm da eben vor Ort. Hier nicht. Und das bedeutet, wir reisen nicht mehr. Einmal im Monat, okay. Aber wir reisen nicht mehr jeden Tag, wir commuten nicht mehr. Und das ist halt auch so ein bisschen unser Beitrag für die Klimaschutzdebatte. Wir verbrauchen halt auch kein CO2. Ja, also plus. Wir verbrauchen auch keine Reisekosten, die wir je nach Vertragssituation den Kunden auch in Rechnung stellen würden. Das spart sich der Kunde ein. Und das sind locker 100 Euro am Tag. Und wir haben keine Reisezeit. Und die freie Zeit verbringen wir lieber mit unseren Familien. Ich bin seit 10 Jahren im Consulting. Ich habe früher mindestens 2 oder 3 Nächte im Hotel verbracht. Jetzt habe ich eine 3-jährige Tochter und ich bin viel lieber mit ihr abends zusammen als an der Hotelbar. Und das ist halt großartig, weil ich so großartige Projekte verbinden kann mit, ich kann bei meiner Familie sein. Was ich sonst nicht könnte. Ne? In Ansbach, wo ich wohne, gibt es halt irgendwie 1, 2 Firmen, wo aber irgendwie nach spätestens 3 Jahren mir auch langweilig wäre. Ja, also kann ich als Consulting arbeiten und coole Dinge tun mit coolen Leuten. Wenn es euch interessiert, kann ich noch ein bisschen auf das Setup eingehen, also mit welchen Technologien und Gadgets wir arbeiten. Ich sehe Nicken. Also hier ist nochmal ein Bildschirm von meinem Schreibtisch daheim. Ich habe aufgeräumt. genau, also was sehen wir? Hier natürlich ein MacBook, irgendwie einen primären 4K-Monitor und noch so einen zweiten Monitor daneben. Der zweite Monitor ist übrigens relativ wichtig, weil man als Rest of the Mob zwar normalerweise auf den Shared Screen guckt, aber man kann auch in der Zwischenzeit Dinge nachgoogeln, die man irgendwie nicht weiß, um im Flow zu bleiben. Es gibt eine Sache, die fehlt hier, die man sonst im Homeoffice-Arbeitsplätzen immer sieht.
ein Headset. Ich habe kein Headset. Und das ist eine super starke Erleichterung fürs Arbeiten. Denn wir haben stattdessen uns so ein semi-professionelles Podcaster-Mikrofon, kostet irgendwie 130 Euro oder sowas. Und das ist in der Lage, quasi sehr gerichtet aufzunehmen und auch Störgeräusche wegzufiltern. Also ein Blue Yeti-Mikrofon heißt das. Und das war die beste Investition, die wir jeweils gemacht haben. Weil wir damit ohne Kopfhörer arbeiten können und die anderen haben kein schlechtes Audio. Gutes Audio ist super wichtig, wenn man den ganzen Tag in so einem Videocall ist, wenn da irgendwie Störgeräusche sind. Das kriegt einfach Kopfschmerzen davon. Also da bitte in gute Hardware investieren. Das kann man jetzt hier auf dem, wie man nicht so gut erkennt. Das ist halt eine Webcam, die irgendwie ein bisschen besser ist als die meisten eingebauten Webcams. Logitech 4K, nee, 4K kann ich nicht. 1080p. Was aber noch interessant ist, ist das iPad. Und zwar ein iPad mit so einem Stift. Du, wann es diesen Style ist. Ich möchte. Keine Mac-Jünger hier. Und zwar, eine Sache, die fehlt, sind Whiteboards. Na, als Software-Engineers sind wir ständig eigentlich in Meetings an irgendwelche Whiteboards und überlegen uns irgendwelche Lösungen und Ansätze und was funktioniert und was funktioniert nicht und malen das ganz gerne auf. Das geht halt, das kann man natürlich schon machen, aber es sieht halt keiner. Und was wir stattdessen machen, und das funktioniert so mittelgut, ist immer noch nicht perfekt, ist mit der App Miro und so einem Stylus halt ein bisschen aufmalen, was wir uns jetzt irgendwie denken und wie irgendwie bestimmte Sachen funktionieren können oder nicht. Funktioniert mittelgut, weil jeder kann an eine unterschiedliche Stelle scrollen und man sieht nicht ganz genau, was malt jetzt eigentlich da derjenige. Und man muss sich irgendwie einloggen und ja, geht schon, aber man braucht irgendwie 5 Minuten, bis es irgendwie läuft. Aber besser ist es nicht zu haben. Die Alternative, wenn man das nicht investieren möchte, ist halt im Wiki so ein Draw.io-Ding zu malen und einer muss dann halt malen. Kann halt wieder nur einer malen. Geht auch, aber so kann wenigstens jeder ein bisschen malen. Dann für Screensharing, hatten wir zunächst Peer-In oder Whereby heißen die aktuell, verwendet. Sind jetzt, seitdem wir einen Linux-User haben, auf Zoom gewechselt. Zoom kennt ihr wahrscheinlich alle, das ist halt so der Klassiker, den man heutzutage nutzt, wenn man Screensharing und Videokonferenzen macht. Funktioniert, kostet Geld, irgendwie 10 Dollar im Monat oder so, oder 100? Ja, 10. Ist dann halt ja, also Screensharing, das ist nicht so besonders. Das Wichtige ist, dass man alle Leute sieht und gleichzeitig den Bildschirm und dass man sich auch selbst sieht, auch das ist relativ wichtig im Screensharing, damit man so eine Kontrolle hat, was die anderen jetzt sehen. Und auch wenn man halt abgelenkt ist, merkt man das, weil ja, man sieht, dass man abgelenkt ist. Genau. Zoom also ist halt weniger CPU-intensiv als so ein WebRTC-Dingens, was die Browser noch nicht gescheit unterstützt haben. Genau, weil Whereby. Whereby ist eigentlich wollen wir viel lieber das verwenden, weil das sieht man jetzt nicht so mega gut. Das hat nämlich das Konzept URLs als Räume. Also ich muss nur eine URL eingeben, da steht halt irgendwie Team XY und da kann jeder jederzeit reingehen und ist dann halt da. Und das Meeting ist nicht an den Teilnehmer gebunden, sondern es ist quasi wie so ein Meetingraum, wo man einfach rein und rausgehen kann. Und wer da ist, ist da. Es ist ein bisschen besser vom Konzept her, aber es ist nicht so ein großes Ding. Was übrigens nicht funktioniert, ist Slack. Slack ist ganz furchtbar, was Videokonferenzen funktioniert. Da ist immer einer irgendwie groß und man kann nicht alle gleichzeitig anschauen. Also Slack ist doof. Okay, ich komme zum Abschluss. Und zwar
Auf dem Tweet, den ich ganz am Anfang gezeigt habe, gab es noch eine ganz schöne, wie ich finde, ganz schönes Kommentar von dem Claudio Zitzer. Und der hat kommentiert, dass das das Teamwork ist, über das jeder spricht. Und dem würde ich zustimmen. Ne? Also dadurch, dass wir wirklich gemeinsam Code schreiben, ist es einfach ein gutes Teamerlebnis und man fühlt sich einfach nicht einsam. Möchte ich gar nicht mehr anders arbeiten? Ich möchte so arbeiten, weil es funktioniert für uns so gut, in dem Team zumindest. Und die Tatsache, dass ich von zu Hause arbeiten kann, ist in meiner momentanen Lebenssituation großartig. In dem Sinne, wenn ihr noch Fragen habt, haben wir jetzt, glaube ich, noch 5 Minuten. Ich sehe eine gelbe Karte. 5 Minuten haben wir noch. Erste Frage. Wie geht ihr damit um mit Leuten, die gerne sich erst zurückziehen und eine Aufgabe stark durchdenken und im gleichen Team die Leute, die am liebsten laut, vielleicht nicht direkt drauf loscoden, aber doch mindestens laut drauf losdenken? Also, wie kriegt ihr das unter einen Hut? Ja, hat das jeder verstanden? Es gibt verschiedene Antworten. Was wir manchmal machen ist, wenn wir an neuen Themenstellungen sind, an Technologien, mit denen wir noch nicht gearbeitet haben oder ähnliches, da nehmen wir uns öfters mal einen Tag, wo wir nicht im Mob arbeiten, sondern jeder für sich alleine, aber nicht am Code, sondern nur konzeptionell Dinge experimentieren und herausfinden. Das ist eigentlich das, was wir in solchen Situationen am häufigsten tun würden. So, und vielleicht dazu dann jeder an einem Aspekt oder jeder an allem? Einmal so die ganze Bandbreite. Genau, die Frage ist, ob jeder dann an dem gleichen Aspekt arbeitet. Antwort ja. Also da geht es irgendwie darum, wir hatten das irgendwie letzte Woche, uns war nicht ganz klar, wie irgendwie das Offset-Verhalten im Fehlerfall bei Kafka war. Ja, und es wusste halt irgendwie keiner und Variante 1, man hätte sich einen Experten dazu nehmen können. Oder wir haben uns halt dafür entschieden, dass wir jetzt irgendwie einen Tag oder einen Nachmittag Zeit nehmen, dass jeder einfach mal recherchiert, wie das Offset-Verhalten im Fehlerfall bei Kafka ist. Wir wissen es immer noch nicht, aber... Gibt es euer Set, dass wir Experten holen oder Domänen, die nur einer hat, oder ist das nicht? Ja, die Frage ist, gibt es irgendwie bei uns im Team Expertenrollen oder Domänenexperten? Antwort nein. Es gibt einen Product Owner, der hat eine Spezialrolle, der macht halt seine Product Owner Aufgaben, viel Kommunikation und Priorisierung der Themen, aber die Softwareentwickler sind alle gleich. Genau, also der Kommentar war, hängt das nicht sehr stark mit Persönlichkeiten zusammen und wie ist das mit sehr dominanten Personen? Ich würde mal so sagen, Teamdysfunktionen kommen in dieser Art und Weise sehr schnell ans Licht. Also die Leute würden tendenziell in einem anderen Team auch nicht funktionieren, aber es würde so unter der Oberfläche relativ lange bleiben und das würde sofort eskalierbar sein. Ja, die Frage ist, wie arbeiten wir mit dem Product Owner aus Hamburg zusammen? Antwort, auch über Screensharing natürlich. Wir machen so fachliche Dinge wie Features erarbeiten, durchdenken, Grooming zusammen, Sprint Planning. Wir müssen in Scrum arbeiten, zumindest auf dem Papier. Auch das machen wir zusammen und wir holen ihn bei fachlichen Fragen halt rein. Ja, aber sonst ist der nicht die ganze Zeit im Mob. Dürfte aber. Also dürfte teilnehmen in Zukunft. Verstehe ich richtig, dass die Architekturfragen wurden auch im Mob geklärt? Ja, die Frage ist, wurden die Architekturfragen auch im Mob geklärt? Antwort ja. So, und wie macht ihr das dann mit Pausen? Habt ihr euch darauf geeinigt, dass ihr jede Stunde mal alle zusammen 10 Minuten weggeht? Oder? Genau, Pausen. Ganz witzig am Anfang, wir sind total oft in so einen Flow gekommen, weil
wir super schnell Software entwickelt haben und das live gebracht haben und es fühlt sich ja großartig an. Wir waren am Anfang abends total erschöpft und haben uns dann nach ein paar Tagen gezwungen, dass wir spätestens nach eineinhalb oder zwei Stunden eine Pause machen. Und einer achtet da jetzt immer drauf, boah, lass uns jetzt mal eine Pause machen von 10 Minuten, Viertelstunde. Aber so, ansonsten seid ihr quasi 8 Stunden am Tag die ganze Zeit dann zusammen? Genau, wir fangen um 9 Uhr an. Auch ganz interessant, manchmal ist man ein bisschen vorher schon da, kann man auch einfach reingehen und dann macht man so Smalltalk-Themen. Also das dann in diese Kaffeeküchengespräche, die finden immer vor 9 Uhr statt, wenn er schon da ist. Das sind dann die persönlichen Gespräche. Wie sind so die Anforderungen an den neuen Mitarbeiter, also auch von den Kenntnissen her? Könnt ihr jetzt jemanden einstellen, der quasi jetzt in der Zwischenposition ist, der erstmal alles lernen muss? Da bringt euch, also dann zieht ihr ja mehrere Leute vielleicht runter in der Geschwindigkeit, weil er erstmal alles lernen muss. Die Frage ist, was machen wir mit Newbies, die keine Ahnung, technologisch zumindest haben? Zieht er nicht alles runter? Die Frage kann ich im Oktober beantworten. Da kriegen wir eine Absolventin. Werden wir mal gucken. Ne? Vielleicht muss die irgendwie eine Woche oder zwei Wochen Java Spring aktiv Kurs machen. Aber inhaltlich, ne? Oder auch technisch, sobald die so ein Level erreicht hat, wo sie ihre IDE bedienen kann, ist durch diese Intervalle eigentlich alles darauf ausgerichtet, dass sie so schnell wie möglich arbeiten kann und lernt. Dass sie kann zugucken und sie muss aber auch coden und jeder guckt zu. Auch das ist natürlich eine Drucksituation. Ich hoffe, sie kann damit umgehen. Wenn jeder zuguckt, wie sie nicht weiß, wie man jetzt refactort oder irgendwas. Aber das, ich meine, wir sind ja nicht böswillig, wenn wir helfen ihr. Und trotzdem ist es unangenehm, wenn irgendwie dann viele Leute zugucken, wie man Dinge nicht weiß. Wie ist es da so mit, sag ich mal, Know-how von außen reinbringen? Wenn man jetzt sagt, man ist jetzt im Bock, man trifft die Türentscheidung zusammen, ist es natürlich auch schwierig dann zu sagen, wir holen jetzt von jemandem außen rein, der uns vielleicht eine Frage, wenn sie jetzt nicht ganz speziell ist, weil der ja quasi von den ganzen eigentlich nichts mitbekommen hat. Genau, also die Frage ist, was machen wir mit Spezial-Know-how, das nicht da ist? Beispiel, ich denke mal Beispiel Kubernetes, irgendwas. Ne? Das ist großartig, weil wir da eben jemanden einladen können in den Mob, den Fragen stellen und der. Und dann arbeiten wir auch ganz häufig direkt am Code, wo wir quasi dieses konkrete Problem gemeinsam lösen. Wobei dieser Experte dann nicht als Typist auftritt, sondern der ist immer nur beratend da. Okay. Letzte Frage. Okay, geht darum, hattet ihr schon mal so Extremsituationen, wie dass einer mal so einen kompletten Stromausfall hatte, Netzwerkausfall, wie auch immer, und wie verhaltet ihr euch dann? Genau, also was ist mit Extremsituationen, wo einer WLAN-Probleme hat? Bitte alle Kabel daheim. WLAN ist furchtbar, funktioniert nie, egal, wie gut. Der ist dann halt nicht da. Der muss es lösen und teilt in seinem Ende dann wieder teil. Okay, ich habe noch was für euch, wenn ihr noch mehr Fragen habt oder was nachlesen wollt. Und zwar, wir haben unsere Erfahrungen zum einen auf einer Microsoft-Webseite wiedergeschrieben und wir haben ein kleines Büchlein dazu veröffentlicht, wo auch nochmal FAQs und so weiter drin sind. Könnt ihr euch gerne einfach mitnehmen. Genau. Ansonsten Dankeschön und jetzt dann gute nach Hause.